in den letzten Tagen hat man viele Bauern mit den Bienenfässern auf den Feldern gesehen. Darum möchte ich euch über die Schlepplauchpflicht erzählen. Seit Anfang 2024 gilt für alle Landwirte, die nach ÖLN mehr als 3 Hektare düngbare Fläche bewirtschaften, die Pflicht, ihre Hofdünger emissionsarm auszubringen. Es soll damit verhindert werden, dass Ammoniak gasförmig in die Luft austritt und auf empfindliche Ökosysteme wie Wälder, Magerwiesen oder Feuchtgebiete verfrachtet wird. Ausgenommen von dieser Pflicht sind Flächen, die mehr als 18% Gefäll haben oder kleiner als 25 Aare sind. Das haben wir gemeinsam mit meinen Nachbarn den Schlepplauchverteiler angeschafft. Wenn die Gülle zu diesen Schlüchus direkt auf den Boden läuft, kann sich der Ammoniak weniger verflüchtigen, als wenn man wie bis anhin Gülle mit dem Prallteller versprüht. Entweder tut man vom Fass am Feldrand oder direkt vom Gülleloch aus die Gülle durch den Schlauch zum Verteiler pumpen. Der tut es dann gleichmäßig auf dem Feld verteilen. Der Vorteil des Verschlauchen ist, dass man nicht das Gewicht vom ganzen Fass übers Feld zieht und somit den Bodendruck und die Verdichtungen minimieren kann.